Sechs Tage sind es noch bis zur Nationalratswahl und der Wahlkampf hat in den letzten Tagen ein Niveau erreicht, das heute Abend auch den Bundespräsidenten auf den Plan gerufen hat. In einer Ansprache mahnt Alexander Van der Bellen die Wahlkämpfer zu mehr Respekt und Verantwortung und zu weniger Emotionen und Feindbildern. Es wurde politisches Porzellan zerschlagen, sodass die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Parteien in den kommenden Monaten schwieriger werden wird. Es wird nach der Wahl eine große Herausforderung sein, ein Mindestmaß an politischer Dialogfähigkeit und Respekt, gegenseitigen Respekt, wiederherzustellen. Das heißt, es wird wertvolle Zeit verstreichen, bis die Feindbilder verschwunden und die Emotionen abgebaut sind. Ich appelliere daher an alle politischen Akteurinnen und Akteure, im Wesentlichen sind es Männer, also ich appelliere an alle Akteure, sich in diesen verbleibenden Tagen bis zur Wahl dieser Verantwortung bewusst zu sein und die langfristigen Interessen Österreichs vor das kurzfristige taktische, parteitaktische Kalkül zu stellen.